Hallöchen! Hallöchen, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück zu Dark Parapus 8, die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Ja, wir sind jetzt im Palast vom versunkenen Königreich, das ja nicht mehr versunken ist. Und ja, wir müssen hier einfach nochmal ein bisschen weitersuchen. Das Spiel liebt es gerade, uns ein bisschen zu ärgern. Der König vertraut mir. Ich konnte ihn dazu überreden, dass er die Meeresgöttin herbeirufen wird. Die Bewohner von Prasino werden die ganze Macht ihres Zornes erleben. Sie hatten sie zu lange selbst herrlich unterworfen. Jetzt wendet sich das Blatt. Und Kokukino wird so wieder in alten Glanz erstrahlen. Ah ja, der Kanzler steckt also dahinter. Ah ja, 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 ja. Okay, solche Rätsel kennen wir schon. Schiebe alle Stifte durch die Löcher an den Seiten. Beachte, dass die Farben übereinstimmen müssen. Okay. Muss ich natürlich schauen, wie das gemeint ist. Okay, Stück für Stück würde ich mal sagen. Jetzt geht's Stück für Stück voran. Jetzt ist es leicht. Schönes Wälze, wirklich sehr schön. Hat mir es sehr gefallen. Okay, jetzt sind sie in den Thronsaal. Ich muss diesen Knaben vor dem Ei retten, sonst ist er verloren. Ja, definitiv. Und verändert sich hier auch wieder was? Also, wir haben ja doch hier irgendwie Kamenobjekte, die mir aber nicht so bewusst waren. Der Vertrag ist besiegelt. Die Meeresgöttin eingefangen mit dem antiken Zauberstab. Nun ist es Prasino in der Lage, ihre Macht für seine eigenen Interessen zu uns nutzen. Um sie zu besänftigen, versprach ich ihr, dass sie vielleicht eines Tages ihre Freiheit zurückerlangen könnte. Aber eigentlich sollte sie unser Königreich bis alle Ewigkeit beschützen. Der König also hat die Meeresgöttin in die Falle gelockt. Sie bekommt alles eine ganz neue Perspektive. Hat sie den Fluch über die königliche Familie gelegt? Wahrscheinlich. Ja, da hat sich auch wieder was verändert. Aber ich weiß nicht, was das bezwecken soll. Es kommt ja nicht irgendwie 1 von 2, 2 von 2 oder 3 von 3. Sowas kommt halt gerade nicht irgendwie. Ja, da kommt das hier rein, aber da fehlt halt noch ein Auge. Ja,
Ja, noch mehr Fetzen haben wir leider noch gerade nicht. Was kommt da hin? Schlosswappen entfernt. Okay. Hier fehlt ein Wal und ein Delfin, den wir leider noch nicht besitzen. Sonst kann ich hier gerade aktuell nichts machen. Aber ich soll hier angeblich was machen können. Die Frage stellt sich mir nur, was? Ich habe keine Ahnung, was das Spiel gerade von mir will, Freunde. Außer wir gehen jetzt mal hier noch unten. Kapitel 4 haben wir jetzt erreicht, okay. Fehlt noch das andere. Ist hier auch wieder was, wo ich wegklicken könnte? Irgendeine Musch. Ja, hier. Die mächtige und ehrwürdige Meeresgöttin, den antiker Zauberstab schwingend. Der Zauberstab gehört also der Meeresgöttin, bevor die königliche Familie sie ihn übernahm. Okay. War ja klar, mit dem Hammerorb zerstören. Okay, oh, hier haben wir so viele Sachen jetzt. Ah, es ist also ein Geheimcode. Ja, anscheinend. Das sieht aus wie ein Fisch aus, der seine Beute durch eine leuchtende Screeners anlockt. Dann brauchen wir sowas wie eine Art Glühbirne, vermute ich mal. Tja, die Prinzessin kommt mir irgendwie bekannt vor. Yep. Das gehört's nicht. Da fehlt ein Griff. Ja, da weiß ich, da kommt jetzt der Kopf dahin. Oh oh. Ach, wieder sowas. Wahrscheinlich wieder mehrere Runden. Erreiche das markierte Feld mit einer begrenzten Anzahl von Zügen. Sammle auf dem Weg dorthin die leuchtenden Leuchtsphären und du erhältst zusätzliche Züge. Naja, und es wird wieder größer und größer und größer. Reicht nicht. Ich glaube schon, dass das so richtig war. Reicht immer noch nicht. So, Freunde, ich habe euch ein bisschen Vorarbeit geleistet, weil wir waren im zweiten, haben wir aufgehört. Das ist jetzt der dritte und den habe ich jetzt für euch vorgearbeitet. Glaubt mir, das hättet ihr nicht sehen wollen. Die Maschine sieht recht kompliziert aus. Ich hoffe, dass ich sie kapiere. Ja, bestimmt. Die vereinte Kraft dieser fünf Elementare ist
Gewaltiger als alles, was Menschen je erlebt haben. Stärker als irgendjemand magischer Zauber. Gerät diese Kraft allerdings außer Kontrolle, wird sie alles um sich herum zerstören, vernichten, etc. Okay, hier fehlt noch ein so ein komischer Kristall, den wir da haben. Okay. Ich glaube, mehr machen können wir noch nichts. Okay. Haben wir das schon mal? Können wir das hier einsetzen? Und aktivieren gleich ein Wimmelbild. Goldener Schild. Hab ihn. Nicht Spaß. Oh, das ist der. Ich glaube, der achte Teil ist der Lieblingsteil von Luffy. Weil überall Musch sind. Okay, da ist noch ein Teil. Da haben wir noch eins. Es fehlt noch ein Krakenarm. Der ist hier. Könnte von Nightmares from the Deep sein. Mein Gott. Wie so eine Schallplatte mit Sprung. Okay, da fehlt noch irgendetwas. Lass die Karte betrachten. Hier. Hier hätten wir noch was zu erledigen. Ja, die Wale. Was hätten wir denn sonst noch zu erledigen hier? Gute Frage. Ah, hier. Oh Gott, gut. Zum Glück habe ich hier hingeklickt. Das haben wir ja auch noch hier. Puh. Sonst hätte ich wieder wahrscheinlich irgendwie einen Tipp genutzt oder so. Ich vergesse immer die wichtigste Regel bei einem Wimmelbild. Alles anklicken, was du meinst, es könnte was sein. Aber nein, ich vergesse das manchmal. Ich schiebe einfach mal die Wärme der Schuld. Die Schuld der Wärme zu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 5, 3, 1, 2, 5, 4. Nee, wartet mal. Ich verstehe. Oder? What the f- Bewege die Kugel mit Hilfe der Kerben jeder Tränenscheibe zur Erhalterung hinten unten. Verändere mit den Schaltern rechts die Drehgeschwindigkeit. Scheiben. Aha, aha, aha. Ach so, ich verstehe.
Einfach mal austesten. Haben wir es doch geschafft. Und das geht, okay, aber ist was drin. Das haben wir aber noch nicht, was da ist. Okay. Aber das war ja wieder hier. Da ist wieder dieser fiese Aal. Jetzt schauen wir aber trotzdem um, ob sich hier irgendwas verändert. Doch nicht irgendwie. Haben wir aber gerade noch nichts. Okay, da fehlt so eine Blume. Ja, da hat er schon ein bisschen gedroht. Fehlt aber trotzdem noch irgendwas. Einige Zähne der Aal-Statue fehlen. Einen haben wir ja schon. Ist hier wieder irgendwas, was ich anklicken kann? Ja, okay, alles, wo wieder so eine so Fragezeichen ist, kann ich wieso nichts machen. Okay, eine elektrische Sphäre. Da kommt wieder ein Schlüssel rein. Aber liebe Freunde, ich mache jetzt an dieser Stelle mal Feierabend. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und danke schön fürs Reinschauen. Tschüss.